Hallo aus dem Studio Schmidt, Montagabend 18.30 Uhr, Studio Schmidtheim. Und ich freue mich ganz besonders, heute Abend Andy Becht begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ich da sein kann bei unserem neuen Straßenfeger nach Schwarzwaldklinik Wetten, dass heute Studio Schmidt. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir sein kann. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wahlkampf in Corona-Zeiten völlig anders. Deswegen habe ich gesagt, ich hole die Regionen und die Typen der Regionen ins Studio Schmidt und wir versuchen ein bisschen Südpfälzer Gemütlichkeit, Dynamik, Herzlichkeit, all das, was du verkörperst, auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu zeigen. Ich weiß, viele schauen zu aus der Pfalz, denn dort ist der Andy zu Hause, dort ist er gut vernetzt. Die letzten 5 Jahre mit mir gemeinsam als Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau rumgewirbelt. Du hast irgendwann mal gesagt, die Pumps sind mir, die Gummistiefel sind dir. Und irgendwie hat es auch gut geklappt, oder? Genau, das war unser Vertretungsproblem. Du hast ja immer ein bisschen leichter getan bei der Vertretung, wenn ich mal ausfiel. Und das mit den Pumps war dann nicht so einfach. Aber wir haben es gut hingekriegt. Das waren gute 5 Jahre für Rheinland-Pfalz, meine ich. Absolut. Und wir haben noch gezeigt, wie das Zusammenspiel toll auch geklappt hat, wenn wir mal an die Landwirtschaft, an den Weinbau denken, andererseits Hightech auf dem Acker. Du sprichst immer von der Faszination der Landwirtschaft und es hat gezeigt, Rheinland-Pfalz ist modern, Rheinland-Pfalz ist innovativ und unsere Winzer und Landwirte sind stolz, auch diesen Spirit auch nach außen tragen zu dürfen. Ja, es ist nicht nur der Spannungsbogen Wirtschaft, Landwirtschaft, was zusammengehört, was ich bei dieser Gelegenheit sagen kann. Faszination Landwirtschaft war das Stichwort und du stehst als, wie war es in der AZ diese Tage, als Frau Mittelstand ja auch für eine eigene Kultur. Und so wie Mittelstand nicht nur eine Verengung auf Wirtschaftspolitik ist, so konnte ich vielleicht ein Stück weit auch zeigen, die letzten 5 Jahre, dass Dorf nicht nur eine geografische Belegenheit ist, sondern Dorf ist auch eine Kultur, ist auch ein Ökosystem und ist mehr als nur irgendwo zu wohnen. Nein, es ist eine Kultur, wie man zusammenlebt und was da alles entstehen und wachsen kann. Genauso wie du es mit Mittelstand gesagt hast. Das hat mich sehr inspiriert, als du sagtest, Mittelstand ist nicht nur Unternehmertum, sondern es ist eine Kultur auch, sich ins Gemeinwesen einzubringen. Und ich glaube, in diesem Verbund Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, da haben wir gut was hingekriegt. Aber ich denke, genau das trägt auch Rheinland-Pfalz, dieses gesellschaftliche Engagement sowohl des Mittelstandes, der Handwerker, der Händler, aber auch der Bürgerschaft. Weil wenn man mal sieht, wie die Menschen, und ich glaube, das kannst du auch bei dir aus der Heimat berichten, sich alle einbringen, sei es in den Vereinen, sei es in der Kommunalpolitik. Das ist ja auch das, was eine Gesellschaft, eine Region auch ausmacht. Und das ist, glaube ich, bei euch auch sehr, sehr gelebte Tradition. Kann man sagen, und in der Südpfalz ist ja noch eine Sondersituation. Wir sind ja belegen in 2 Metropolenregionen, sage ich mal. Die eigentliche Metropolregion Rhein-Neckar auf der einen Seite, dann hängen wir noch einen Zipfel dran in der Technologieregion Karlsruhe und durch die Magistrale Rhein natürlich die Vernetzung zu großen Verkehrswegen einerseits, aber auch natürlich Industrieansiedlungen, aber dann auch wieder ländliches, rurales Leben, ursprüngliches Leben. Und wenn ich mal die Südpfalz so angucke, wie übrigens in jeder Nuance auch jede Region in Rheinland-Pfalz, bildet das schon ab, was ich auch über Rheinland-Pfalz denke und wie ich für Rheinland-Pfalz fühle. Das Große teilweise im Kleinen, das Stück weit Bogenspannende, aber ohne gegensätzlich und gegeneinander zu sein. Dieses Zusammenhalterische, das haben wir geprägt. Dorf und Stadt ist vereinbar, Landwirtschaft und Wirtschaft, dörfliches Leben, urbanes Leben. Ländliche Räume machen den Anspruch auf Urbanität geltend und das setzen wir um in Verkehrspolitik, in Agrarpolitik und in der Wirtschafts- und Tourismuspolitik, wie es von dir ja die letzten 5 Jahre verantwortet wurde. Hat Spaß gemacht. Ja, absolut. Und im Moment merken wir ja auch so ein bisschen Umdenken, auch bei jungen Familien, bei der jungen Generation, die sagt, es muss auch nicht immer nur in die Stadt sein, sondern es können eben auch die attraktiven ländlichen Räume sein, in denen man auch toll leben kann, wenn wir eben mit guter Politik für gleichwertige Verhältnisse von Stadt und Land sorgen. Und ich glaube, da können wir uns auch mal stolz auf die Schulter klopfen. Das haben wir die letzten Jahre auch vorangetrieben. Genau, und wenn ich die Südpfalz ist ja heute so ein bisschen das Leitmotiv, wenn man sich das anguckt. Wir haben ja da wirklich Unternehmen von Weltrang. Wir haben universitäre Angebote, die wir jetzt auch verstärken in der Südpfalz. Wir haben Technologieunternehmen, die in der Raumfahrtindustrie tätig sind und wie gesagt ein Landeshafen.
dann nochmal einen kommunalen Hafen am Rhein und ganz viele Mittelständler, ganz viel Landwirtschaft und kommunale Strukturen, die tragen, die Kulturleben darstellen, wo man rauskommt, wenn man raus will, aber auch viele gute Gründe hat, da zu bleiben. Und das ist das Schöne. Ja, ja, bevor wir noch ein bisschen sprechen über Potenziale heben, du hast eben so schön gesagt, so denke und fühle ich. Du hast uns noch was mitgebracht, ein paar Fragen zu deiner Person. Ich glaube, wir schauen es uns mal gemeinsam an, weil es sind zwar viele, die zugucken, die dich schon ewig kennen, aber der eine oder andere ist, glaube ich, auch neugierig. Ich bin der Andi Becht und ich komme aus der Pfalz. Ich liebte eigentlich schon immer Substanzen, ich wollte Professor der Chemie werden. Da würde ich es einfach, aber großartig halten, mein Vater. Ich würde gerne noch mehr Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen und Zuversicht im Herzen sehen. Gibt es da einen Unterschied? Einigkeit und Recht und Freiheit. Früher eher die Stones, heute die Beatles. Ja, super, Andi. Ich glaube, da hat der eine oder andere noch was erfahren, oder? Ja, ja. Ja, das mit den Beatles und Stones, wer es nicht weiß, das ist ja ein alter Country-Klassiker, das so ein Eheleben charakterisiert. Sie liebt die Beatles, er ist aber eher bei den Stones. Und dann die zweite Zeile ist, sie liebt Romantic Movies, also Romanzen, Schmunkerl, und er liebt Indiana Jones. Und so geht es weiter, diese Gegensätze. Und das hat mich immer inspiriert, nicht nur dieses Lied, auch die Gegensätze, wie ich sie ja gerade dargestellt habe. Das Leben besteht ja aus diesen Spannungsbögen. Und da bin ich in meiner Südpfalz wieder. Oder wie die Blues Brothers sagen, Country und Western. Man muss beides spielen, die ganze Klaviatur. Absolut. Das haben wir ja im Verkehr. Das freut mich riesig, dass wir da wirklich ein Stück weit weitergekommen sind in der Verkehrspolitik. Diese klassische Verkehrspolitik, Straßenbau auf ganz hohem Niveau, Beton, Heavy Metal, aber dann auch alle anderen Disziplinen, die man heute braucht. Moderne Mobilität, Digitalisierung, Navigations-, Baustellen-, Leitsysteme, die deutschlandweit unique sind, wie wir es gemacht haben. Radwege, vollgefütterte Programme, wo wir wirklich Radwege sehr privilegieren und in Rheinland-Pfalz und in der Südpfalz vor allem diese Pendlerradrouten etablieren. Das sind Dinge, wo wir diese ganze Klaviatur, Beatles, Stones, Country, Western, Heavy Metal und Softrock abbilden. Und das ist, was Rheinland-Pfalz braucht und was mich stolz und froh macht. Das trage ich so ein bisschen in mir und manchmal auch nach außen. Aber das ist ja auch genau das, was uns Freie Demokraten ausmacht, dieses ganzheitliche Sehen. Einerseits hoch innovativ in den Städten. Ich erinnere mich an die autonom fahrende Emma auf dem Universitätsgelände, ganz spannendes Projekt, oder auch die solarbetriebene Fähre auf dem Rhein. Und andererseits aber auch in der tiefen Pfalz die Landstraße, um eben von A nach B zu kommen. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und am Schluss ist es auch eine freiheitliche Entscheidung. Einmal willst du vielleicht auf dem Rückweg noch beim Baumarkt anhalten und noch einen Sack Torf mitnehmen. Und einmal sagst du halt, ja, jetzt ist es mal einfach der Bus. Ja? Genau, richtig. Und das ist dieser Spannungsbogen. Rheinland-Pfalz kann man nicht gut regieren, wenn man technologisch verengt ist und wenn man Ideologien produziert und auslebt. Man muss die ländlichen Räume genauso wie die Stadt, du hast das öfters schon betont, in den Blick nehmen, aber auch den ganzen Instrumentenkasten. Wir brauchen alle Möglichkeiten, alle Menschen. Und da bin ich wieder bei diesem Zusammenhalt. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, da haben wir große Angebote gemacht. Genau in der Verkehrspolitik, aber auch in vielen anderen Bereichen, Tourismus, die du verantwortet hast, in der Wirtschaftspolitik, auch mal geguckt, das Kleine, die Gründer, dann das Moderne in die Digitalisierung, ins Venture-Kapital gehende, aber dann auch das Solide, wie man Infrastruktur bietet, dass Unternehmen sich gesund entwickeln können. Da gehört ja mehr dazu wie nur nackte Infrastruktur. Gerade die Dörfer und Regionen, wie sie sind ja, weil Mittelstand so ist, wie er ist, auch ein Ökosystem, wo Unternehmen gerne arbeiten, gerne leben und gerne auch weiterkommen. Wenn du die technologische Entwicklung ansprichst, ist es mir auch nochmal ein Anliegen, auch ein Stück weit zu werben, dass wir auch die Hochschulen, die Universitäten noch stärker auch mit der mittelständischen Wirtschaft, auch mit dem Handwerk zusammenbringen. Denn dort ist ganz viel Neugierde, dort ist ganz viel
Geist, auch sich für die Zukunft fit zu machen. Und die kleinen Unternehmen haben ja oft keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sind aber ganz offen für Kooperationen. Und hier sehe ich gerade auch in der Südpfalz noch eine Chance, auch noch stärker zusammenzurücken. Ich denke, da haben wir in der Vergangenheit mal die ersten Weichen angefangen zu stellen, aber da ist noch Potenzial. Wie siehst du das? Ja, das ist gerade das Schöne, auch in der Südpfalz, wo wir Technologie, Engineering-Unternehmen haben. Ich nenne die Südpfalz gelegentlich das Silicon Valley das Neue, weil da wirklich im Technologiebereich, gerade in der Kraftfahrzeugbranche, sich ganz viel entwickelt. Und da haben wir zwei Zugänge. Und da bin ich eigentlich wirklich froh, dass wir das so angegangen sind und möchte auch da danken, auch ganz persönlich, weil ich da viele Erfolgserlebnisse bei Menschen schon gesehen habe, nämlich der Meister, der Azubi, der ein durchlässiges Bildungssystem vorfindet, der nach einer Zeit in einem Unternehmen, Industrieunternehmen oder mittelständischem Handwerksunternehmen danach sich weiterentwickeln kann in Universität und Forschung oder umgekehrt ein Mittelständler, der dann auch in die Disziplinen der Forschung gehen kann und da sein Unternehmen weiterentwickeln und enge Zugänge schaffen. Genauso haben wir es übrigens in der Landwirtschaftspolitik auch gemacht. Da haben wir diesen wirtschaftspolitischen Gedanken gelebt. Ja, und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass Landwirtschaft und Wirtschaft zusammengedacht wird. Das ist kein verlängerter Arm von Umweltschutz oder irgendwelchen Interessen. Landwirtschaft ist eine Wirtschaftsdisziplin, die unternehmerische Freiheit und auch unternehmerische Denke erfordert. Und deswegen war das ein richtiger Weg, gerade mit Digitalisierungsschüben, mit Infrastruktur in der Landwirtschaft, Vernetzung von Forschung, von Beratung, von Ausbildung, hier auch Meilensteine zu setzen. Und das muss so bleiben. Und das ist, wenn man Landwirtschaft als Disziplin in der Wirtschaftswelt begreift, ist das ein richtiger Schritt gewesen. Und da haben wir schlüssig gehandelt und richtig gehandelt. Und die Klammer bietet auch letztendlich ein Stück weit der Tourismus, weil wir haben auch viele Gäste in Rheinland-Pfalz, die erstmal wegen des Weineinkaufs zu uns kommen. Haben ja schon gute Tropfen im Land. Denen wir aber jetzt ein wunderbares Angebot machen, einfach ein paar Tage zu bleiben, die wunderbare Natur zu genießen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren sind wir mal gemeinsam Tresine gefahren. Mhm. Das sind alles tolle Möglichkeiten im Land. Es ist die Radtour, es ist die Wandertour, es ist eine wunderbare Kulinarik. Aber der Wein ist oftmals der Anker für den ersten Besuch und deswegen ist für mich auch Wein und die Winzerinnen und Winzer, die auch hoch innovativ, hoch kreativ, auch gerade jetzt in dieser Zeit, auch sich präsentieren, auch ein ganz wichtiger Anker auch zum Tourismus. Und wir erleben auch, dass diese regionalen Produkte auch neben dem Wein auch von großer Bedeutung sind und auch letztendlich Markenbotschafter für unser Land. Deswegen, also wenn wir über den Weinbau sprechen, die Landwirtschaft, sind wir sehr, sehr schnell auch beim Tourismus und das ist ein harter Wirtschaftsfaktor und da haben wir die letzten Jahre auch die Weichen auch extrem richtig gestellt. Mhm. Natürlich ist es im Moment jetzt noch eine harte Zeit, aber ich bin zuversichtlich, dass gerade auch junge Familien sagen, es muss nicht die Flugreise sein, mhm. Auch Rheinland-Pfalz hat Wunderbares zu bieten und davon werden auch die Betriebe die nächsten Jahre ganz bestimmt profitieren. Ja, so ist es und da sind wir wieder bei den Beatles und bei den Stones. Diese Furche im Ehebett, wenn sie die Romantic Movies und der andere die Indiana Jones sehen will. In Rheinland-Pfalz, gerade Tourismus, ja, wir haben diese Angebote, ich glaube gerade in der Südpfalz, Dutzende Burgen. Also wer Sissy-Feeling erleben will, kann es genauso erleben wie Fahrzeugindustrie, Technologie, Südpfalz, technologische Hotspots, James Bond mit seinen versatilen Fahrzeugen und Technologien. Das alles ist in Rheinland-Pfalz geboten und Tourismus ist die Spange, Wein ist natürlich die Spange, aber das Schöne an Rheinland-Pfalz ist, dass man verschiedene Herangehensweisen hat. Man kann es über den Wein erschließen, übrigens eine sehr gute Idee, guter Gedanke, Daniela. Aber es gibt auch, wie gesagt, ganz viele andere Herangehensweisen. Also wer hier nichts findet, der muss schon dann ganz weit fahren, wenn er überhaupt was sucht oder gefunden haben will. Apropos Sissy und James Bond, ich habe dir da was mitgebracht. Okay. So möchte ich meine Arbeit die letzten 5 Jahre als Aufgabe meines Lebens bezeichnen. Für uns, für euch, moderne Agrarpolitik, moderne Verkehrspolitik, moderne Wirtschaftspolitik in einer modernen Landesregierung für ein modernes Land. Wir haben vieles angefangen,
Vieles ist noch zu tun, vor allem in der jetzigen Zeit. Die Krise muss überwunden werden. Das geht aber nur mit Zusammenhalt, Zuversicht und Einsatz. Lasst uns dies gemeinsam beherzigen und umsetzen. Eure Sisi. Super. Ich merke schon, du bist zum Videoproduzenten in der Corona-Zeit geworden. Wie kommt's? Was will man machen? Das ist ja das. Wie kommt man an die Menschen ran in diesen Tagen? Und ja, ich habe da ein bisschen gebastelt zu Hause. Das macht einerseits Spaß, andererseits befriedigt es so ein Stück weit, ist nicht ein schlechtes Gewissen, das falsche Wort, aber dieses Missgefühl, dass man zu einer entscheidenden Phase in einem Wahlkampf nicht mit echten Menschen zusammentreffen kann und dann auch mal sich, dieses ehrliche Austausch, das sind ja nicht nur diese Showtermine, wenn man da seine Reden schwingt und diese Attitüden, die wir Politiker gelegentlich an uns haben, auslebt. Es ist ja dieses fünfte Viertel, sage ich jetzt mal, danach, wenn man dann einfach nochmal was zugerufen bekommt und auf ein vertrauliches, auch sorgenvolles Gespräch mal ansprechen will, ansprechen muss, wo man was mitnimmt. Das sind Dinge, die kann die ganze Social-Media-Bereich nicht abbilden. Das kann man in Mails nicht ausdrücken, in Videokonferenzen, von Mensch zu Mensch, dieses auf Du und Du. Das geht mir ab ein bisschen und ja, mit diesen Videospielereien findet man da ein Stück weit eine Kompensation. Aber es muss bald rum sein. Mir reicht es jetzt auch. Ich brauche wieder echte Menschen um mich rum, nicht nur schwarze Löcher, nicht nur Kameras. und das wird aber wieder so kommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Aber ehrliches Gespräch, das Stichwort will ich nochmal aufgreifen. So habe ich dich die letzten Jahre auch immer wieder erlebt, dass dir auch keine Situation zu anspruchsvoll ist, sondern dass du gerade dann auch sagst, da muss man nochmal ins Gespräch rein, da willst du ins Gespräch rein. Deswegen war ich dir auch sehr dankbar, dass du auch nochmal ein paar Vertreter der Veranstaltungsbranche auch vor einigen Wochen auch zusammengerufen hast. Natürlich alles Corona-gerecht, aber das war ein, fand ich, ganz, ganz wichtiges Gespräch, weil wir nochmal gesehen haben, gerade die Veranstaltungsbranche, alles, was da dranhängt, von den Technikern über den Bühnenbau bis hin zum Konzertanbieter, was alles jetzt auch im Moment in der brutalsten Härte getroffen ist, das ist echt schwierig. Und andererseits merke ich, dass die Leute schon auch sagen, ja, jetzt spürt man mal, was einem fehlt, auch in der Kultur. Vieles war selbstverständlich und jetzt ist es wirklich leise geworden, es ist still geworden. Und diese Unternehmen hängen ja extrem durch, sind auch oftmals durchs Raster, auch bei den Bundesprogrammen durchgefallen. Und das ist echt schwer. Ja, das sorgt mich wirklich sehr, weil es natürlich auch persönliche Bindungen gibt. Und wenn man dann sieht, dass man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat. Das sind ja alles Dinge, die sind auf große Maßstäbe skaliert und da ist ja nicht nur die direkte Kultur-Event-Branche betroffen, da geht es ja auch um solche Dinge wie Messebau oder sonstige Industrieveranstaltungen, Aktionärsversammlungen. Das sind Bereiche, die ja wirklich auch fehlen. Natürlich, jede Krise, das klingt jetzt fast zynisch, die hat einen Impuls, ein neues Licht am Ende des jeweiligen Tunnels, auf das man sich zubewegt. Da gibt es viel Konstruktives. Und wir haben da Sprünge gemacht, vieles erreicht und haben jetzt in vielen Dingen eine neue Richtung bekommen. Aber man muss es klipp und klar sagen, das, was wir momentan, auf das, was wir verzichten müssen, dieser Schaden, der überwiegt schon in der Betrachtung. Es ist eine handfeste Krise und ich bin da auch, wie gesagt, nicht nur bei der Kultur, der Eventszene, den Musikern, den vielen Solo-Selbstständigen, die in verschiedensten Bereichen da tätig sind. Das sind ja Vernetzungen. Uns fehlt ja, wenn ich jetzt an die Familien gucke, ich bin ja selbst Familienvater, drei Kinder, du kannst ein großes Grundstück haben, du kannst jetzt wirklich auch bestens versorgt sein, kannst rausgehen können, aber das sind Dinge, die sind sehr belastend und da muss man auch den Menschen, die muss man ernst nehmen und das denen auch zulassen, dass das auch für die dunkle Stunden sind und die hoffe ich, dass wir sie bald überwunden haben. Es gibt ja viele positive Signale, die wir übrigens in einem freien System sozialer Marktwirtschaft gemeinsam geschafft haben. Der Impfstoff ist hier in Rheinland-Pfalz entwickelt. Biotechnologie ist was wert. Ich sage es auch in der Landwirtschaft. Ich meine, hätten wir auf die von vor 20, 30 Jahren gehört, die noch so böse Gentechnik, Biotechnologie aus dem Land treiben wollten,
Vielleicht ist es jetzt gleich mit dem Verbrennungsmotor, vielleicht vergeben wir uns da Chancen für die Zukunft, würden wir heute nicht mit diesen Möglichkeiten und noch viel dunkler dastehen. Das ist jetzt wirklich kein Schönreden, aber wir können, wenn wir es jetzt schlau machen, aus dieser Krise gestärkt hervorgehen in vielerlei Hinsicht. Und schlau machen heißt für mich in erster Hinsicht zunächst mal nichts falsch machen. Technologie offen bleiben, ideologiefrei die Zukunft weiter gestalten und die Lehren gezogen haben, dass wir mit einer kruden, krassen Verbotspolitik gerade im technologischen Bereich nicht weiterkommen werden. Es kann nur in einer freien sozialen Marktwirtschaft die Lösung gefunden werden und so muss es auch die nächsten Monate funktionieren, wenn wir uns über Öffnungen unterhalten. Wir müssen Rahmen setzen, wir brauchen einen Plan, wie wir aus dieser Krise rauskommen und wenn der Rahmen steht, dann muss in diesem Rahmen Freiheit möglich sein, da müssen sich die Kräfte wieder entfesseln und dann wird es auch, wie ich sicher bin, nicht lange mehr still sein im Land, ohne die ist nämlich wirklich still, die du angesprochen hast, dann machen wir mal richtig wieder Lautstärke und dann kann man richtig mal wieder einen raushauen. Das wäre mir eines der größten Anliegen. Ja, ich glaube, diese Perspektive brauchen wir ganz dringend. Aber ich möchte nochmal aufgreifen, auch diesen Forschergeist, diesen Tüftlergeist. Und Volker Wissing sagt ja immer, geben wir der Idee eines Einzelnen die Chance, zu was ganz Großem zu werden. Und ich finde, das beschreibt es auch so, diesen Spirit, den wir auch als Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben. Und wir wollen halt wirklich ein bestes Klima, dass jeder auch anfängt zu probieren, zu tüfteln und dann eben sich die besten Konzepte am Markt durchsetzen werden. Und ich glaube, so haben wir in der Vergangenheit vieles erreicht zu dem, was wir geworden sind. Aber so stehen auch viele Herausforderungen in den nächsten Jahren vor uns. Wenn ich an den Klimaschutz beispielsweise denke, wo ich auch stolz bin auf die Leistungen von den Unternehmen, die sich auf den Weg machen zur CO2-Neutralität mit ganz klugen Konzepten, mit ganz technologiegetriebenem Ansatz, wo ich zuversichtlich bin und nicht immer nur das Verbot auszusprechen, sondern einfach auch das Ziel vorzugeben und dann aber auch einen Freiraum zu lassen. Und ich glaube, das sind es unsere Unternehmen und ich sage bewusst, die größeren, aber auch die kleineren, was Rheinland-Pfalz so ausmacht und dieses miteinander verzahnte Arbeiten in Verbindung noch mit der Wissenschaft. Ich glaube, das macht unseren Standort auch aus. Und früher hat man so schön gesagt, naja, das Land der Reben und Rüben. Ich glaube, heute können wir auch voller Stolz sagen, ja, wir sind Reben und Rüben, aber wir sind auch Hightech und wir sind wahnsinnig innovativ und modern. Und diese Kombination ist aber so ganz wunderbar. Mhm. Ja, es sind 170.000 Unternehmen, dann nochmal 18.000 landwirtschaftliche Weinbauunternehmen dazu. Die haben ja alle ihre Geschichte, die haben ja allen ihren FE, ihren Einsatz, wie du so schön sagst. Und wir haben ja die letzten 5 Jahre in diesem Ministerium unabhängig von der Krise schon uns größte Mühe gegeben, genau diese Konnexe zu schaffen, die Kräfte zu entfesseln. Und deswegen war es auch für uns das Rezept aus der Krise heraus, der Fahrplan, was du eben ansprichst mit Gründergeist, mit Forschung, die Schnittstellen von Unternehmen zur Forschung, das habt ihr ja unter deiner Federführung ja in diesem Programm, 300 Millionen haben wir aufgelegt für Venture-Kapital, gerade Tourismus, dass man nochmal wirklich guckt, eine Tourismusstrategie aufzulegen, wie man dann, wenn es losgeht, wenn man wirklich diese Kräfte entfesseln kann, wir sind ja nicht mehr weit weg, das Gröbste ist rum, das Schlimmste ist vorbei, das darf man ja auch mal sagen. Wenn wir da auf diesen Weg gehen, da müssen wir parat stehen. Deswegen müssen wir uns jetzt auf diesen Schritt, der nicht mehr so lange warten darf, fokussieren, wie wir Möglichkeiten schaffen und nicht, wie du sagst, uns Gedanken darüber machen, was können wir jetzt wie am besten verbieten und was war jetzt besonders schlau, nochmal zu drosseln, sondern im Rahmen eines Aufbaupfades muss es jetzt dann wirklich die Schätze, die wir haben, die Schätze in Gestalt der Ideen der Menschen, die müssen wir heben gemeinsam. Diese Aufbruchstimmung brauchen wir, diesen Spirit. Und ich glaube, da haben wir auch alle, wie wir politische Verantwortung tragen, auch die Aufgabe, diese Zuversicht, diesen Optimismus auszustrahlen. Und du hast es vorhin gesagt, bist selbst Familienvater. Mir ist es auch wichtig, den jungen Menschen auch noch mal klarzumachen, wir haben großartige Chancen auch hier in Rheinland-Pfalz. Da gibt es tolle Unternehmen, sei es der Mittelstand, sei es das Handwerk, wo man auch wunderbar durchstarten kann. Also von daher, ich glaube, die Jugend braucht sich in Rheinland-Pfalz auch keine Sorgen zu machen. Da gibt es ganz großartige Wege und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir danach wieder die Kräfte bündeln
und vielleicht am Schluss auch mal wieder ein bisschen mehr das ein oder andere wertzuschätzen wissen, was wir in der Vergangenheit als selbstverständlich geglaubt haben und plötzlich gemerkt haben, es ist nicht da. Und Gleiches gilt ja auch für die Freiheit, was uns Liberalen ja auch ganz wichtiger Wert ist. Da auch mal zu sehen, Freiheit ist doch was Besonderes und wir haben noch die Aufgabe, sie zu schützen. Es kann morgen noch viel schöner werden, auch wenn man es jetzt gar nicht glauben mag. Deswegen kam der Weg aus der Krise auch nicht nur dieser Weg zurück, das Zurückwünschen des Ancien Regime, der alten Welt sein, dieser Reset-Knopf, auch wenn alles weg wäre. Nein, das kann alles nochmal ein Schritt zusätzlich werden. Das kann nochmal ein Turbolader werden, den Turbo zünden, den wir auf unsere Plakate schreiben. Und das muss es auch werden. Das ist jetzt so auch meine Erwartung. Wenn wir das, was wir hingekriegt haben, ja, es ruckelt hier und da, die Digitalisierung in den Schulen, ja, dann geht es halt mal ein paar Tage nicht so, wie es soll. Aber wer hätte das gedacht, dass wir innerhalb von Tagen und Wochen jetzt mal Bundesländer übergreifen, dieses Klein-Klein mal ein bisschen einfach mal den Spannungsbogen drüber gesetzt. Wer hätte gedacht, dass wir uns so auf den Weg machen? Ich sage nur noch mal Impfstoff. Auch die Wertschätzung, guck mal hin, die Wertschätzung für Pflegeberufe, für den ganzen medizinischen Sektor, da haben wir vor einem Jahr, anderthalb, musste man den Leuten das noch erklären, wie wichtig diese Sparte für unser menschliches Zusammenleben ist, für unsere Gesellschaft. Das wird keiner heute mehr ernsthaft hinterfragen, wollen übrigens auch nicht. Und das sind Impulse, die müssen wir jetzt gestärkt mit in diese Zukunft nehmen, doch ganz klar. Und an den Themen wollen wir dranbleiben, aus tiefer Verantwortung für Rheinland-Pfalz, die nächsten Jahre gute Rahmenbedingungen setzen, dass alles noch dynamischer, noch innovativer, noch besser wird. Und ich glaube, dafür haben wir die letzten Jahre gute Weichen gestellt. Und jetzt gilt es, die letzten 20 Tage bis zum 14. März Ärmel hochkrempeln. Genau, richtig. Und ich habe dir auch was mitgebracht. Ich glaube, das ist so, jeder hat es ja ein bisschen was erwartet, gell, aus den Regionen. Ich habe dir jetzt mal keinen Wein mitgebracht, ich habe einfach mal Wasser mitgebracht. Natürlich compliance-konform geschwärzt, die Marke, aber es ist natürlich Rheinland-Pfälzisch, südpfälzisch. Soll auch mal vielleicht auch so ein Südpfälzer Nationalgetränk symbolisieren und inkorporieren. Wir trinken nämlich gern Scholle. Und zwar heißt es bei uns ja der Scholle. Nicht die Scholle, wie bei euch in Rheinhessen, das ist die Scholle, der Riesling-Scholle. Und da kommt es aufs Wasser an. Und ich habe dir hier ein super Wasser mal mitgebracht mit ganz viel Kohlensäure, wo man halb-halb, jetzt schön, wenn es aufgeht, draußen aus dem richtigen Gefäß natürlich, 0,5 Liter Pfälzer Schockenglas, einen schönen Riesling trinken kann. Weil Wein haben wir in Rheinland-Pfalz jetzt wirklich guten, sehr viel. Und ich sehe gerade, du hast ja auch schon Wein mit deinem Gesicht drauf. Das ist genau. Super. Genau, dann könnten unsere Geschenke sozusagen miteinander verschmilzen. Ja, genau. Genauso wie wir uns auch wunderbar ergänzen, ergänzen sich die Geschenke. Ja, Daniela Schmitz, Ideenriesling. Ich habe viele Ideen für das Land Rheinland-Pfalz mit einem super Team. Danke für das wunderbare Miteinander. Danke für das Engagement, was du auch seit Jahren, Jahrzehnten kann man fast schon sagen, dabei siehst du noch gar nicht so alt aus, aber Jahrzehnte sind es schon, Jahrzehnte sind es schon. Ja. Also vielen Dank und wie gesagt, es wird sich entweder am 14. März oder wann auch immer eine tolle Gelegenheit ergeben, aber als Rheinhessin war mir das wichtig, so einen guten Riesling mit meinen Ideen abfüllen zu lassen. Und den trinke ich auch nicht mit dem Wasser, da bringe ich ja lieber noch eine Flasche vom Pfälzer Riesling mit. Nicht, weil der mit Wasser verdünnt werden muss, nein, aber man braucht dieses sprudelnde Sommergetränk. Das muss dann authentisch sein. Aber ich wusste, dass du was mit Wein heute machst, deswegen habe ich es als gute Idee empfunden, auch als Weinbaustaatssekretär mal Wasser mitzubringen. Ist vielleicht auch mal was anderes. Also ihr seht, die Getränkepläne stehen schon. Ja, wir kommen so langsam mit Blick auf die Uhr zum Ende. Ich glaube, du hast irgendwie zum Schluss noch was mitgebracht? Oh ja, eine Weltpremiere. Ja, oh, okay. Das heißt? Ich war am Freitag mit unserem Landesvorsitzenden unterwegs und wir haben hier eine kleine Überraschung gedreht. Oh ja, da bin ich gespannt. Rheinland-Pfalz. Das ist Qualität in der Breite und es ist Exzellenz in der Spitze. Ein Land, in dem Tradition gepflegt wird, aber die Industrie 4.0 auch gelebt wird. Es ist der gemütliche Shoppen miteinander
aber auch der exzellente Spitzenwein auf Weltniveau. Daraus müssen wir noch mehr machen. Wir müssen das zusammenbringen, was einzigartig ist. Modernstes Leben auf dem Lande. Werden wir das Land, das in uns steckt? Wir haben die Weichen dafür gestellt und wir wollen das Rheinland-Pfalz der Zukunft weiterbauen. Wir sind die letzten 5 Jahre weit gekommen. Das waren gute 5 Jahre für Rheinland-Pfalz. Und deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung, damit Rheinland-Pfalz mit marktwirtschaftlicher Vernunft und einem Herzen für den ländlichen Raum weiter gut regiert werden kann. Am 14. März beide Stimmen für die Freien Demokraten. Wunderschön, vielen Dank. Ja, mit Herz und Verstand wollen wir weiter Rheinland-Pfalz gestalten, deswegen Verantwortung übernehmen. Ein wunderbares Team. Danke dir, danke Volker für dieses wunderbare Video. Ich glaube, wir werden es uns gemeinsam noch ein paar Mal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt gibt es kurz Abendbrot und vielleicht eine leckere Weinschorle. Und um 20 Uhr geht es weiter mit Mario Brandenburg. Mit dem möchte ich ein bisschen sprechen über Rheinland-Pfalz, der Gaming-Standort. Ist es noch wildes Zocken oder ist es harter Wirtschaftsfaktor? 20 Uhr, bis später. Tschüss!